Transport seid ihr bescheidigt und die Lena, die gesehen habt ihr dann hier oben. Perfekt, danke. Sunrise Avenue. Hurts. Sunrise Avenue hurts. Hurts. The baseballs. Amy McDonald. Sind total cool. Also früher hatten sie The Capital, ne? Und dann haben sie gesagt, nee, wir müssen so was machen. Früher haben sie auch mal Pop- und Rockmusik mit Blockflöte kombiniert. Ob das immer noch so ist, erfahren wir später. Aha. Yes. Das, was hier aus Neulichen stammen, hört man hier im Sound nicht an. Ihr Mix aus großem Pop und tanzbarem Indie-Rock klingt absolut international. Vor einem Jahr erfinden sie sich neu. Die Band schreibt neue Songs, wagt sich an neue Sounds und tritt nun unter dem Vornamen von Sänger Mattia auf. Gespielt haben, was für mich eigentlich, wie gesagt, eine Offenbarung. Ja, Mastermind der Band Mattia. Das Ergebnis ist zu hören auf dem Debütalbum von Mattia, das heute erscheint. Richtig idiot! Geil! Nice! Boys! Richtig cool. Lads, wow, fucking great, dude! It's fucking fantastic! Feeling, ich glaube, wenn man jetzt eben nicht selber auf der Bühne steht, im Fernsehen oder im Interview redet, dann weiß irgendwie ja natürlich niemand so, wer du bist und was du machst. Aber ich finde, es wird immer wieder mehr klar. Ohne dich, glaube ich, wären wir echt verloren in dem Dschungel an Mails und an Dingen, die zu koordinieren sind. Und ich finde es irgendwie auch wichtig, dass wir da auch alle mal irgendwie so Danke sagen dafür, weil wir kriegen unser Lob und unsere Aufmerksamkeit im Fernsehen und den Hype durch das Auftreten, aber ich finde, du musst es auch von uns bekommen, weil ansonsten kriegst du es von niemandem und ich finde, jeder muss also verdient sein, sein Lob und sein Respekt und wir haben ihn heute im Fernsehen gekriegt, durch die Chance überhaupt dort zu sein und von meiner Stelle und ich glaube auch von der Band, einfach danke. Danke, dass wir haben das Album draußen. Das ist geisteskrank und es war so viel Arbeit von jedem Einzelnen von uns. Und ich würde sagen, packen wir das heute in eine Show, die wir nicht vergessen.